Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal aus einer ungewohnten Umgebung. Ich dachte, ich mache es mir mal gemütlich. Denn es geht um mein Reise-Review vom Rom-Italien-Urlaub auf dem Campingplatz. Ich wollte das aber ganz ausführlich in ein Video packen, damit ihr alle Vor- und Nachteile direkt auf einen Blick habt. Und dann fange ich auch gleich mal an. Also, wir waren auf dem Campingplatz in Rom, Fabulous Village. Ich sag gleich, in Rom bedeutet nicht in Rom. Rom ist eine sehr große Stadt und ihr seid wirklich, man sagt ja so nett, am Arsch der Heide. Es ist natürlich alles zu erreichen, man muss halt eben nur Zeit einplanen, wie das nun mal so in Rom ist. Man kann nicht mitten in die Innenstadt so eine riesen Campinganlage reinknallen. Für alle, die Rom kennen, ich glaube, denen ist das klar. Aber nur noch mal zur Info, zur Fortbewegung, also vom Lagerort. Ihr liegt direkt an der Autobahn. Relativ weit hinten, da ist sonst auch nicht groß was in der Nähe. Und wenn ihr in die Innenstadt, ich habe jetzt immer mal so, Piazza Venezia ist, glaube ich, so für mich der Mittelpunkt in Rom. Das sind so schon mit dem Bus eine gute Stunde, sofern sie denn auch kommen. Ihr müsst einmal umsteigen, ihr könnt auch einmal umsteigen und dann die U-Bahn nehmen. Zu meiner Zeit, als wir da waren, ist die leider gerade ausgefallen. Also steigt man dann von Bus zu Bus und dann gibt es auch einen Schnellbus danach, für alle, die es interessiert, die 30 zum Beispiel, die fährt nicht jede Haltestelle an und dann sollte man es ja in einer guten Stunde schon schaffen. So, kommen wir aber erstmal zum Campingplatz an sich. Ich habe auch einen Vlog gemacht, wo ich euch einmal alles zeige. Den würde ich sonst einmal hier oben verlinken, aber nochmal so ganz kurz um zum Campingplatz. Fangen wir an mit dem Check-in. Das ging auch abends spät. Also die Rezeption ist, meine ich, 24/7 besetzt. Ich habe doch noch nie gesehen, dass da keiner war. Kann man ganz gut einchecken. Man sagt einfach seinen Namen, kriegt einen Schlüssel in die Hand. Aber wichtig, ihr müsst Kurtaxe zahlen. Das habe ich in Italien noch nie gehört. Das muss angeblich jeder, der da irgendwie sich länger aufhält. Also ich habe noch nie Kurtaxe bezahlt. Aber gut, ich glaube, es waren 10 Euro für meine 2 Wochen, die ich bezahlt habe. Also habe ich auch Kurtaxe bezahlt. Muss man wissen, ist ja nicht an allen Urlaubsorten so. Da hat man es auf jeden Fall bezahlt, ne? Dann kriegt man einen Schlüssel und einen Lageplan und ich sage euch eins, reist nicht unbedingt so wie ich mitten in der Nacht an. Weil im ersten Moment wirkt das Gelände doch sehr groß, der Plan ist so, ja, man kommt irgendwann an, ja. Aber es sind halt sehr viele Verzweigungen da drin. Wenn man da ein paar Tage ist, findet man sich super zurecht, gar kein Problem. Aber im Dunkeln dachte ich mir, mit dem ganzen Gepäck da durch diese ganze Anlage zu hetzen und sich dann zu verlaufen, wäre nicht so cool. Aber auch das war relativ gut auffindbar. Man kriegt dann einen Schlüssel für seine Wohnung oder wenn man mit dem Auto kommt, weiß ich nicht ganz genau. Man sucht sich einen freien Stellplatz wahrscheinlich oder man kriegt einen zugewiesen. Wir hatten ja ein Bungalow gemietet. So, Bungalow. Ich versuche euch hier immer wieder was mit einzublenden, damit ihr einen Eindruck habt, wie es da drin aussah. Wir hatten tatsächlich zu zweit ein 5-Personen-Bungalow und ich muss sagen, das war auch für 2 Leute ganz gut. Klar, das zweite Badezimmer haben wir nicht gebraucht, aber ich fand das schon in den einem Zimmer mit dem Doppelbett sehr eng. Hätte ich da noch einen zweiten Erwachsenen mit bei gehabt, irgendwie die Koffer in den Schrank zu tun, inklusive Kleidung. Also theoretisch hätten wir ja nur ein Minizimmer mit Bett gehabt, was ja also für uns komplett ausreichend war. Du bist eh nicht in diesem Zimmer, außer zum Schlafen. Aber um die Sachen zu verstauen, wäre schon eng gewesen. Wir haben das zweite Zimmer halt fürs ganze Gepäck genutzt. Meine Klamotten haben super in den Schrank gepasst, nur die Koffer hätte man verstauen müssen oder halt unter, ja, man kann es auch unter das Bett schieben. Wir hatten oben über dem Bett auch noch 3 große Klappschränke, da konnte man auch noch Dinge verstauen. Also für uns hat es jetzt mehr als gereicht, war aber mit dem deutlich mehr Platz auch deutlich praktischer. So konnte ich halt quasi einen Kleiderschrank von der Kleinen aufs Bett verfrachten, da konnte sie sich auch selbst die Klamotten nehmen. Gut, dann, wir hatten eine Küche mit Gasherd. In der Küche so ist die Ausstattung so, ja, ich sag mal, ausreichend, wenn man vorher dran denkt, dass man auf einem Campingplatz ist, also sich selbst verpflegt. Pfannen, Töpfe, Geschirr ist alles da, aber so Dinge wie Salz, Öl und so zum Kochen sollte man bedenken, auch gerade wenn man das erste Mal einkaufen geht. Zum Thema Einkaufen kommen wir danach noch.
Ansonsten war da ein großer Tisch in der Mitte, das war super praktisch. Wir hatten eine Terrasse, man konnte draußen essen, war alles super praktisch, hat alles funktioniert, Wasser war da. Ich fand, ganz ehrlich, es roch in diesem Bungalow, als wir ankamen, oh, schon ein bisschen noch Feuchtigkeit und Schimmel, ne? Also da hat jemand beim Duschen ein paar Mal hintereinander nicht gelüftet, so roch das. Das ging aber nach den Tagen weg. Also da muss man halt aufpassen, dass wenn man in so einem kleinen Badezimmer, wo wirklich gerade das Klo, Bad, Waschbecken und Dusche reinpasst, dass man da auch klar lüftet. Und dann auch noch zur richtigen Zeit am besten, weil sonst hast du die ganzen Viecher da, Bruder. Also mit Tieren muss man halt einfach leben. Durch einen anderen Abfluss ist mir noch einiges entgegengekrabbelt. Da haben wir einfach die Tür zugemacht und gut ist. Ich will es der Vollständigkeit halber lieber hier erwähnen. Ich weiß, ich bin Deutsche, ich weiß, wie kritisch Deutsche häufig sind. Ich war auch zuerst geschockt, aber man muss halt bedenken, wir sind auf einem Campingplatz. In einem Zelt hättest du die Viecher auch. Und das auch ohne große Sauerei. Also klar, das typische Ameisen oder so. Da muss nur einmal irgendein Tropfen irgendwo gekleckert sein. In den südlichen Ländern ist es eben so. Tiere sind da, wo auch Essen ist. Ja, ansonsten fand ich das Bungalow super. Wir hatten auch so einen kleinen Gefrierschrank, großen Kühlschrank, also da war mehr als genug Platz. Ja. Was auch nicht vorhanden war, oder beziehungsweise eine Ausstattung nur, in Anführungsstrichen, waren Mülltüten. Also ich konnte einmal alle Mülleimer mit einer Tüte beglücken, begutachten, bestücken. Und danach sollte man auch dran denken, am besten nimmt man direkt Mülltüten schon mit, ebenso Klopapier. Klopapier war, ich glaube, man hatte drei Rollen, hatten wir insgesamt in diesem Fünfer-Apartment, sollte man am besten auch mitbringen oder nachkaufen. Und nochmal zu den Mülleimern. Draußen auf der Dachterrasse, nenne ich das mal, oder auf dem kleinen, ja, Vorbalkon, weiß man nicht. Da ist ein Putzschrank inklusive Mülleimer und ich würde auch jedem empfehlen, die Mülleimer draußen stehen zu lassen, weil wie gesagt, es geht doch mal ein bisschen was vom Müll daneben, man kleckert, wie auch immer, man hat die Viecher sonst im Haus. Also das hat draußen schon echt gut geklappt. Es stinkt dann halt auch eben nicht in dem Apartment, weil es halt recht klein ist und man dort übernachtet. Fand ich es auch sehr, sehr angenehm, den Müll nicht mit in die Wohnung schleppen zu müssen. So, ja, was bietet die Anlage noch so? Einmal zum Thema Einkaufen. Es ist ein kleiner Supermarkt mit auf dem Gelände. Anfangs dachte ich, oh, es ist teuer. Andererseits, in Rom sind die Preise teurer als in Deutschland. Und nachdem bei uns die Preise für Lebensmittel so gestiegen sind, Leute, da war der Unterschied auch nicht mehr so immens. Also Obst sollte man in diesem Supermarkt vielleicht nicht unbedingt kaufen. Es ist schon deutlich teurer. Aber alles andere muss ich sagen, macht sich das auch nicht mehr viel. Also die Preise waren dort schon immer höher. Mit unserem Preisanstieg ist die Differenz, was das abweicht, einfach viel, viel geringer. Und ich muss sagen, die Lebensmittel sind von einer ganz, ganz anderen Qualität dort. Also gerade wenn wir über Öl und so weiter sprechen. Kleiner Hinweis von mir, glutenfreie Produkte hatte dieser Supermarkt auch, war ich sehr, sehr begeistert und nicht teurer als in Deutschland. Kommen wir später auch nochmal zu, wenn wir über andere Supermärkte sprechen in der Umgebung. Ja, dann hatte die Anlage ein wunderbar, super, mega, ich sag's einfach mal, geilen Pool. Und zwar, also der Pool ist wirklich für Kleinkinder gemacht und für Tollpatsche wie uns. Du kannst dich dort, also wenn du das schaffst, dich dort zu verletzen, dann Respekt. Es war einfach, erstmal war es super viel zum Spielen und es war alles aus Gummi. Im Pool war für Kinder eine Hüpfblase aus Gummi. Der ganze Boden aus Gummi hat geendet mit so einer Kante aus Gummi. Alles war aus Gummi. In der Mitte war noch ein Riesenwal aus Gummi mit so Anti-Rutsch-Gummi quasi, dass du hochkrabbeln konntest. Und in der Mitte waren dann noch so Rutschen, dass du wieder runterrutschen konntest mit Sprenkelung. Also ausrutschen schaffst du da nicht. Und das war immer so für kleine Kinder. Ich alleine mit der Kleinen im Ausland. Meine größte Angst, die sich schlagt mein Kopf auf. Oder was auch immer von vielen eine große Angst ist, was man ja sehr viel im Fernsehen sieht, sind diese Sauganlagen, wo die Kinder angesogen werden. Auch das gab es in diesem Pool nicht. Der wird nachts vom Dach aus einfach bewässert mit dem Schlauch. Aber es ist super praktisch und genau, die hintere Anlage mit den wunderschönen, ja, Strandbetten, hatte leider noch nicht auf. Das ist noch alles in der Umbaute.
Dann war noch ein Schwimmerbecken dort. Das war tatsächlich jetzt nicht so aus Gummi. Das war ganz normal ein Becken, wie man es kennt. Da könnte ein Kind natürlich auch reinfallen. Aber es ist halt abgetrennt und separiert. Und wenn man sich auf der Seite nicht unbedingt bewegt, dann sollte in diesem Urlaub alles gut gehen. Dann gab es noch zwei Jacuzzis, zwei kleine. Die waren so ein bisschen hinten in der Liegeanlage. Waren aber kalt, sag ich nur so. Aber gut, das ist jetzt kein großes Qualitätskriterium. Dann gab es außerdem am Pool eine Snackbar. Ich muss sagen, die Preise waren schon, also wir haben da nicht gegessen. Ich fand es teuer und wie gesagt, wir vertragen eh nicht so viel. Für mich lohnt sich das Auswärtsessen meistens eh nicht. Aber wenn man mal eine Pommes haben möchte zwischendurch oder ein Getränk, einen Kaffee, Kaffee habe ich da mal geholt, ist das total praktisch, direkt am Pool. Man muss sich nicht umziehen, weit laufen, wie auch immer. Ja, dann war zu unserer Zeit auch noch nicht offen, gab es direkt hinterm Pool einen Eisladen. Mir fiel das deutsche Wort nicht ein. Genau, und zwar verkauften die glutenfreies und laktosefreies Eis. Es scheint auch in Italien ein absoluter Renner zu sein. Mich macht sowas ja unfassbar glücklich, weil, wie gesagt, wir diese Problematiken haben. Und ich habe einfach, weiß Gott, nicht damit gerechnet, dass ich dort sowas finde. Von daher war ich super happy damit. Ja, was gab's noch? Einen Spielplatz, auch direkt hinterm Pool. Also konntest du auch quasi am Pool liegen. Wenn du einen guten Liegeplatz hast, kannst du auch bis zum Spielplatz gucken und dein Kind dort spielen lassen. Nebenan noch ein Volleyballfeld. Ich meine, Tennisfelder waren auch noch ein bisschen außerhalb. Aber das war einfach super praktisch. Das Amphitheater war da. Das bedeutet, Amphitheater, es gibt auch eine Animation dort. Am Amphitheater war, die war quasi direkt hinterm Pool, war abends immer die Mini-Disco und so ein kleines Showprogramm, mal mehr, mal weniger, je nach Anzahl der Gäste. Wir waren ja in der Früh, also in der Vorsaison quasi da. Ja, total nett gemacht. Genau, die Kinder haben da getanzt, hatten Spaß. Teilweise müssen auch die Eltern mitmachen, sage ich nur vorher, war aber auch total witzig. Genau, dann gibt es noch einen extra Mini-Club, relativ am Eingang an der Rezeption, auch finde ich total praktisch, weil es direkt neben Supermarkt und Restaurant ist. Genau, zum Restaurant kommen wir auch gleich noch. Da kannst du also quasi dein Kind abgeben, ich glaube von 10 bis 12:30 Uhr und dann wieder 15 bis 17 Uhr. Kann man die Kinder ab 4, meine ich, dort betreuen lassen. Das ist ein kleines Häuschen, aber innen drin eine so eine Indoor-Spielanlage integriert, also mit Bällebad, Krabbeln, Klettern, alles aus Gummi, feiern Kinder natürlich mega. Vorab sind noch Tische zum Basteln. Die haben auch noch draußen Garten mit Tischen, dass die Kinder da alles Mögliche spielen können quasi. Und als Elternteil, wenn man sich in der Zeit nicht anders zu beschäftigen weiß, wäre man in der Nähe, wenn man einfach im Restaurant dann einen Kaffee trinken geht oder kurz Einkäufe tätigt oder. So hätte man sein Kind im Blick und das Kind kann gleichzeitig auch ohne Eltern Spaß haben. Wie man das gerne handhaben möchte, das ist übrigens auch genau die Wi-Fi-Area. Genau, das ist vielleicht auch noch ein Thema. Wi-Fi-Area ist ebenso am Pool-Spielplatz, war auch immer praktisch. Und halt da unten beim Restaurant und Miniclub. Also hat man zwei Wi-Fi-Areas. War für mich super praktisch fürs Homeoffice. Ich habe teilweise oben direkt am Pool gearbeitet. Die Kleine war im Pool oder auf dem Spielplatz in der Zeit. Ich konnte sie sehen und parallel arbeiten. Das war der Wahnsinn. Oder halt, ich habe beim Miniclub hauptsächlich eigentlich unten gearbeitet. Und wenn man möchte, kann man sich dazu noch einen Kaffee bestellen. Also da sind wirklich viele auch am Arbeiten. Zum Wi-Fi an sich, die Qualität war natürlich mit der Masse der Gäste nicht mehr so hervorragend, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war nachher mit meinen mobilen Daten besser bedient, bin ich ganz ehrlich. Phasenweise geht's gut, phasenweise gar nicht. Das ist aber im Hotels und Ausland meist der Fall. Genau, Thema Restaurant, da gibt's auch ein Restaurant. Ich persönlich habe dort nicht gegessen. Ich glaube, es gab irgendwie Buffet, aber ich weiß einfach, ich kann kein Gluten, keine Laktose. Da fängt es schon an. Was willst du frühstücken? Ist halt immer schwer mit uns. Ich glaube, ein Frühstück für einen Erwachsenen kostet 6 Euro, für ein Kind 4 Euro. Abendessen kann man da auch. Ich habe mit vielen gesprochen, die haben mir gesagt, die Preise sind schon sehr happig. Also bist du gerne, ja, je nachdem wie viele Personen, aber schon für so eine kleine Familie 100 Euro für einen Abend los und hast jetzt aber nichts Großartiges. Das ist jetzt kein Luxusrestaurant. Hat mich in Italien auch nicht angetan, weil ich weiß, wo ich gut essen kann und dann muss ich
nicht in einen Campingplatz-Restaurant gehen, ohne das jetzt schlecht reden zu wollen. Ich glaube, auch bis 10 Uhr morgens kann man dort auch Kaffee kaufen und ich habe auch manchmal die Notfalllösung, den Kaffeeautomat an der Rezeption genutzt. Also da gibt es dann halt Kaffee in so einem kleinen Plastikbecher. Nicht so umweltfreundlich, aber für Notfall manchmal hat es mir geholfen, bevor ich nochmal ganz ans andere Ende latsche zu unserer Wohnung. Genau, also das waren jetzt so, glaube ich, alle Highlights der Camping. Ah, nee, doch nicht. Der Campingplatz hat nämlich noch mehr zu bieten. Und zwar fand ich die Waschräume, ich weiß nicht, ob ich davon noch eine Aufnahme habe, es war sehr schwer zu filmen ohne Menschen. Die Waschräume waren der Wahnsinn. Wir haben zwar immer nur, also wir haben uns immer vorgenommen, in diesem Waschraum zu duschen, weil der ultra praktisch ist. Wir haben zwar in unserem Zimmer geduscht, aber man kann auch im Waschraum duschen. Und da gibt es auch einen Bereich für Kinder, da ist alles auf Kinderhöhe. Da gibt es Kinderduschen, Kinderwaschbecken, Kinderumkleiden, also wirklich, und dann für Erwachsene. Alles dann halt in groß, Mann und Frau, klar getrennt, Toiletten, Duschen. Und wirklich sauber, ordentlich, groß, man hat Platz. Also fand ich echt super gemacht, war ich mega begeistert. Und dann gibt es tatsächlich auch noch einen Waschraum mit Waschmaschinen. Und jetzt listen. Ich wusste es auch nicht. Also ich dachte auch erst, eine Waschladung für 5 Euro fand ich ganz schön happig. Hat sich für uns tatsächlich auch nicht gelohnt. Für die paar Teile, dann hätte ich ja unseren ganzen Koffer quasi reinschmeißen können in die Wäsche. Ich brauchte aber öfter mal frische Sachen. Ich habe es nachher so gelöst, dass ich eine Reisetube mitgenommen habe, unter der Dusche die Sachen mitgewaschen habe. Aber diese Waschmaschinen sind nämlich so, was heißt programmiert, wenn ich da, wie gesagt, diese 5-Euro-Marke reinschmeiße, ist da schon Waschmittel, Weichspüler und alles integriert. Man drückt nur auf an, es ist alles drin, man muss also nichts reinkippen. Diesen Fehler haben viele Deutsche begangen, haben sie mir erzählt. Und ja, genau, das sollte man vorher wissen. Habe ich auch am Anfang nicht gereilt, das System. Aber genau, einmal waschen, 5 Euro, sind aber sehr, alles sehr sauber, sehr ordentlich, finde ich, und gut erhalten. Also ich hätte meine Wäsche dort auch gerne reingeschmissen, hätte ich einfach die Masse gehabt, aber wir zu zweit hatten einfach, ja, wenn man viel am Pool ist, nur ein Bikini an oder, ja, genau. Oder meine Jacke hätte ich halt waschen müssen, aber das täglich, also von daher macht es keinen Sinn. Genau. Kommen wir nochmal zur Umgebung. Ich glaube, das war's jetzt so vom Campingplatz als solches. Zu den Anbindungen. Relativ nah, ich glaube innerhalb von 150 Metern, befindet sich der erste kleine Ort. ich weiß gar nicht, wie man diesen Bezirk dort nennt, aber es wird irgendwas mit Ostia-mäßig sein. Auf jeden Fall gibt es dort eine Pizzeria, es gibt dort kleine Geschäfte, es gibt da auch einen PIM-Supermarkt. PIM ist eigentlich relativ bekannt in Italien. Das ist so ein Supermarkt wie ein Rewe in Deutschland, würde ich jetzt behaupten. Also kein Discounter, aber da gibt es wirklich alles. Mit alles meine ich alles, alles. Also ein sehr großes Sortiment. Die haben Fleisch und Fisch und Käsetheken, eine Pizzatheke integriert. Für die, die es nicht wissen, ne, in Pizza in Italien kaufst du nicht irgendwie so ein rundes Ding, sondern du kriegst da von so einer Zunge mal ein Stück abgeschnitten. Also wie bei uns beim Bäcker kannst du dir da Pizza abschneiden lassen. Genau, das ist alles in dem Supermarkt drin. Preislich, wie gesagt, vielleicht teilweise einen kleinen Ticken höher als in Deutschland. Aber wie gesagt, aktuell macht es keinen Unterschied. Also zum Zeitpunkt von Preiserhöhung, diese Krankheitswelle, die rumgeht und so, sind wir da schon relativ ähnlich. Was mir sehr gut gefallen hat, dass sie ein sehr großes Sortiment von glutenfreien Produkten hatten. Deutlich mehr Produkte, die ich dort gefunden habe, die es in Deutschland gar nicht gibt, die ich dort noch nicht gesehen habe oder die jetzt langsam erst kommen. Und zu einem guten Preis, muss ich sagen. Teilweise günstiger, deutlich günstiger. Genau. Bei dem Weg dorthin. Das klingt erst alles ganz schmackhaft, sehr nah, fand ich auch. Siri meinte, Achtung, beim Weg. Und ich dachte mir, Siri, okay, schauen wir mal. Du gehst auf eine Schnellstraße. Da ist kein Bürgersteig. Also es gibt keinen Bürgersteig. Mit dem Autoroller bist du deutlich besser bedient. Wir waren mit dem Buggy. Es gibt eine Kerbe am Straßenrand, wo der Buggy auch nicht reinpasst. Also davon mal ab. Da kannst du dich dann durchquälen. Also dort, diese Strecke generell von diesem Campingplatz mit Buggy ist generell recht schwierig, sag ich euch. Also
Ich habe da einige Schweißperlen gelassen auf dem Weg. Ne? Also eine Wurzel nach der anderen. Die Straße ist natürlich auch nicht eben glatt wie in Deutschland. Bürgersteig gibt's nicht. Also den Weg musst du packen. Dich am besten nicht umfallen lassen. Auffällig. Penetrant auf der Straße gehen. Autos sehen dich und die fahren eigentlich auch im Bogen. Wenn du stehen bleibst und wartest, kommst du niemals dorthin. Auch wenn es nur 100 Meter sind, aber diese 100 Meter können lang sein und anstrengend. Genau. Wenn du es dann erstmal geschafft hast, ich bin eher den Extrabogen gegangen, um den besseren Weg zu haben, als weiter an der Straße zu gehen. Aber ja, dann hat man auch erstmal alles auf einem Fleck und ist eigentlich ganz gut bedient. Ein zweiter Punkt ist ja der Strand, wo ja auch recht viele hinwollen. Achso, und Bushaltestelle. Bushaltestellen sind auch nur 150 Meter, aber du müsstest dieselbe Straße in der Kerbe nur in die andere Richtung gehen, einmal über die Autobahn, dann bist du am Bus. Es ist alles nicht weit, also die Bushaltestelle kannst du vom Campingplatz quasi sehen, aber man muss sie erreichen mit Kind und Kegel. Ohne Kinder ist es, glaube ich, deutlich einfacher, mit dem Auto sowieso. Gut, Straßenverkehr in Italien, Rom ist aber was anderes, aber gut. Ja. Genau, an Strand fährt man so ungefähr 20 Minuten. Ostia kann man machen. Man ist ja am Strand, ist abends auch total schön. Da gibt es auch ganz viele Geschäfte. Man kann dort einkaufen, man kann da gut essen gehen. Ist total nett gemacht, ist aber auch gleichzeitig ein gefährlicher Ort. Also abends, Frau allein, würde ich nicht empfehlen. Ja, und natürlich wissen die Menschen dort auch, dass da Touristen sind. Dir wird versucht, viel anzudrehen und so weiter und so fort. Muss man wissen, aber man kann es gut mal sehen. Wichtig ist dann aber auch, wenn man sagt, man möchte an den Strand und fährt nach Ostia und ist irgendwie Ostsee, wie bei uns gewohnt. Da kannst du nicht einfach an den Strand gehen, es sei denn, du kennst spezielle Ecken. Sollte man dazu wissen. Du musst einen Strandclub beitreten. Das ist quasi wie, du gehst in eine Disco, nur dass es halt ein Disco am Strand ist. Du suchst dir das entsprechende Disco-Ziel aus, sage ich jetzt einfach mal. Es ist immer mit Bar, mit Sonnenliegen, die man bezahlt. Also man zahlt irgendwie einen Eintritt. Ich war selbst noch nicht in so einem Bereich drin. Aber ich weiß von vielen, die berichtet haben, man zahlt dort irgendwie 20 Euro für den Tag. Dann kann man eine Sonnenliege nutzen und dann kann man dort Essen und Trinken bestellen. Man hat eine Dusche, man hat eine Toilette, man hat alles da. Man muss aber in seinem Bezirk bleiben. Also auf seiner, weiß ich nicht, 100 Meter breiten Ebene. Weil daneben ist der nächste Club. Also da die freien Ecken zu finden, da muss man schon ein bisschen suchen. Da muss man ordentlich ein paar Kilometer abrasen, bis man sie denn gefunden hat. Das wollte ich nur dazu erwähnen. Das sollte man wissen, wenn man plant, an den Strand zu fahren. Alle anderen Strände, würde ich sagen, sind vom Campingplatz aus mit dem Bus quasi unerreichbar. Es sei denn, man hat einen ordentlichen Trip vor sich, also 2-3 Stunden ist man dann einfach schon unterwegs. Mit dem Auto was ganz anderes, da gibt es super schöne Strände, kann man auch gerne mal hinfahren. Wir waren aber ohne Auto, ne? Genau, in die Innenstadt hatte ich ja bereits erwähnt, da ist man ein gutes Stündchen unterwegs, aber auch auf dem Weg zur Innenstadt sind super viele schöne Viertel, die man begutachten kann. Wir waren zum Beispiel im Park, am Fluss, da ist es auch immer mega schön, da kann man Kanu fahren und weiß der Geier was. Also man findet auch nahegelegene Dinge. Ein Ding, was auch sehr nahegelegen ist, das vielleicht auch nochmal für einige Damen von uns interessant. Das Shopping Center ist nur 2 Bushaltestellen entfernt und man hält wirklich direkt vor dem Shopping Center und da findet ihr eigentlich alles, was ihr braucht. Es gibt ja noch ein weiteres, das ist dann ein bisschen aufwendiger, also mit dem Auto nur 10 Minuten, mit dem Bus muss man ein bisschen blöd umsteigen. Das ist auch ganz schön mit einer schicken Außenanlage, super modern gemacht. Kann ich auch nur empfehlen, da mal vorbeizuschauen. Genau. Und dann würde ich sagen, wäre es das auch schon zum Campingplatz. Achso, Checkout war wiederum super einfach. Da wird nichts kontrolliert, man gibt den Schlüssel ab, die sind zufrieden, alle sind happy und ciao, das war's. Also da ist wirklich, ja, nichts viel zu machen. Eine Sache, die ich vielleicht noch erwähnen kann, ich glaube zweimal die Woche kann man sich dort Karts mieten, um durch die Parkanlage zu fahren, ist vielleicht auch ganz nett. Wer Spaß dran hat, man kann sich auch, wie gesagt, am Campingplatz guten Tag beschäftigen. Also ich hatte auch mal keine Schmerzen damit, wenn wir dort geblieben sind, wobei mir halt die Innenstadt auch sehr, sehr gut gefällt und ich der Kleine das halt auch mal zeigen wollte. Und ich denke auch, wenn man schon mal da ist, sollte man dort auch mal hinfahren, einfach weil Rom eine wunderschöne historische Stadt ist und ich bin wirklich kein Geschichtsfan, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Das war immer mein schlechtestes Fach in der Schule.
Ich hoffe, ihr habt jegliche Eindrücke jetzt erhalten. Eine Sache habe ich vielleicht noch vergessen, und zwar zum Thema Preise. Ich fand es günstig. Wir haben für 2 Wochen 2 Personen, die kleine Zeit voll, für dieses Bungalow, also für dieses kleine Häuschen, was wir halt hatten, ich glaube 300 € bezahlt. Das ist schon echt günstig, finde ich, wenn ich das mit dem Hotel vergleiche. Also es sind 14 Tage gewesen. Fand ich schon in Ordnung. Und doch, ich habe noch was vergessen, Kinder. Wie konnte ich nur? Ein kleiner Hinweis. Ich weiß nicht, ob jedem bewusst ist, wie Italiener schlafen. Oder wie das Bett aussieht. Weil wenn du keinen Bettbezug mitbringst, bekommst du das italienische Bett. Fritz oder Stimm. Italiener haben ja, ein Bettlaken, wo man drauf liegt. Darüber ein, meiner Meinung nach, ist es auch ein Bettlaken und keine Decke. Bettlaken. Und darüber eine Tagesdecke. Die Tagesdecke ist nicht die Decke. Das Bettlaken wäre die Decke. Also möchtest du mit einer ordentlichen Decke schlafen, wie zum Beispiel bei einer Kühlungsdecke oder so, bringen sie dir mit, inklusive Bettbezug. Die haben nur Laken. Also meiner Meinung nach Laken. Wenn ich mein Bild finde, könnte ich das noch einblenden. Dann wisst ihr ungefähr, wie das aussieht, weil es ist ein bisschen anders zum Beispiel als in Deutschland. Sollte man bedenken, wenn man es unbedingt braucht, es ist meistens warm genug, als dass man keine dicke Decke braucht. Aber ich bin auch jemand, ich muss immer mit Decke schlafen, also oder mit irgendwie sowas in der Art. Deswegen wollte ich das nochmal dazu erwähnen. Genau. Ja, so. Und in diesem Sinne würde ich jetzt aber sagen, das wär's mit meinem Feedback. Das war ein ordentlich langes Video. Ich hoffe, ihr habt ganz viele Eindrücke bekommen. Und falls ihr hinfahrt, ich wünsche euch unendlich viel Spaß. Macht euch einen schönen Urlaub und bis zum nächsten Mal.